So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Theoretisch könnte man denken, das ist eine Folge Mein Einkauf, ne? Aber der Einkauf ist ziemlich spärlich. Ich war nämlich wieder mal unterwegs, habe meinen Pfand abgegeben. 4,40 Euro und habe mir einen Artikel rausgesucht. Und was das ist, das wollen wir euch jetzt mal zeigen, ne? Den nicht, der war schon da. Aber ich habe mir dieses fette, große Baguette mitgenommen. Mit dem Hintergrund, ich habe irgendwie nichts mehr im Kühlschrank großartig. Jetzt wollte ich die Reste, die da sind, irgendwie verwerten. Hab gedacht, okay, brauchst ein Brötchen oder nimmst dir halt gleich ein ganzes Baguette mit oder so. Adi, hörst du den Wind? Der Wind pfeift. Der Wind. Adi, der Wind. Der Wind pfeift. Was ich aber gesehen habe, was ich noch habe, ist eine Dose Thunfisch. Das heißt, wir könnten jetzt, was passt, was isst man denn zu Thunfisch? Butterbrot, Körnerbrot, Schwarzbrot, aber doch auf jeden Fall kein Brötchen. Egal, wir haben eine Dose Thunfisch. Dann habe ich gesehen, ich habe noch ein bisschen was übrig hier von dem Samba Oleg. Das muss auch weg, Resteverwertung, das kann man noch mit draufpacken. Vom Hannes ist hier noch so Cheddar-Käse da, gekrümelter. Ich weiß nicht, ob der noch gut ist. Packt mal auch mal mit rein, ne? Hier Rambazamba, weil wir total bekloppt sind. Hier ist Katzenmilch, okay? Hier haben wir so Toastscheiben. Da sind auch noch welche da, so Toastscheiben. Können wir noch mit hinpacken. Dann haben wir hier, habe ich gesehen, irgendwie Tomatenmark. Tomatenmark scharf. Nehmen wir auch mal mit, damit das Ganze ein bisschen fruchtiger wird. Und dann Salatcreme, Thunfisch, Salat, Creme, irgendwas. Keine Ahnung, stellen wir auch alles mit dazu. Der Rest hier habe ich noch irgendwie von Mexican Tears, Smoked Habanero Sauce. Die muss man mal auf einem Burger oder so testen. Wie gesagt, Katzenmilch für den Adi, das geht mich nichts an. Die müsste auch mal trinken, aber irgendwie, die steht seit 100 Jahren und der trinkt die einfach nicht. Ich verstehe das nicht. Oder wollte mir sagen, ich muss ihm die geben. ansonsten liegt hier unten noch Knoblauch vom Hannes. Hier wahrscheinlich ein Butterwürfel, Zitronen vom Hannes. Das hat mir die Mama irgendwie in den Kühlschrank reingeschleust. Schinkenröllchen. Einmal Mireille, ist noch zu. Und dann habt ihr hier noch Toastkäse. Sandras Sahnepudding zweimal, der auch wieder schlecht wird. Da liegt übelst viel Schokolade, Letter, obwohl ich gar keine Butter esse. Und ansonsten ist es eigentlich alles, was so da ist. Das heißt, ich glaube, ich werde mir jetzt aus den Zutaten, die ich da hinten hingeschmissen habe, einfach irgendwas machen. Den Fisch werde ich aber erstmal aufmachen und das Öl abgießen. Das ist nämlich der ölige. Oder? Saft? Ja, nee, in Sonnenblumenöl. Den gießen wir mal ab, setzen uns mal hierher und versuchen irgendwas aus dem Baguette zu machen. Und mal gucken, wie das dann im Endeffekt schmeckt oder ob ich vielleicht noch mehr Käse brauche, weil zwei Scheiben hier sind vielleicht zu wenig. Wir basteln uns jetzt einfach mal das Reste-Sandwich zusammen. So, wir haben das Baguette jetzt hier rausgeholt. Guckt mal, wie groß das ist. Ein riesen Baguette. Das haben wir jetzt aufgeschnitten, einmal in der Mitte, aber nicht durchgängig. Denn wir wollen das jetzt hier sozusagen befüllen. Das soll unten also noch zubleiben. Wir haben hier den Thunfisch. Eigentlich wollte ich das Öl abgießen, aber beim Öl abgießen im Waschbecken kam der Adi und hat angefangen, das ganze Öl auszuschlecken. Ich werde jetzt also erstmal versuchen, hier den Thunfisch. Ach mein Gott, der ist fest. Fest, fest, fest. Müssen wir den Thunfisch hier zerwühlen. Ich hoffe, der ist noch gut überhaupt. Ich habe keine Ahnung. Was soll an Fisch schon schlecht werden, ja? Also, Thunfisch zerwühlen. Und dann packen wir den mal da rein. Mann, ich habe nicht genügend Hände. Ich brauche mehr Hände einfach insgesamt. Tun wir den halt so rein. Und machen den nochmal locker. In der Hoffnung, dass das hier nicht umfällt. Bleib mal stehen. Nochmal hier hinten rumgewühlt. So, schon sind wir zurück. Nochmal hier hinten rumgewühlt. Es ist jetzt einfach alles ölig und schmierig.
Vor allem bereite ich das gerade zu an einem Dienstag und am Montag soll es ja eh sowieso beim Restaurant Hibu House auch Thunfisch geben. Bin ich mal gespannt, wie das dann schmeckt. Ich muss mich schon mal an den Fischgeschmack gewöhnen. Ach, Adi, hättest du das gemacht, das wäre bestimmt schneller gegangen. So, hier auch Fisch rein und da Fisch, 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 alles an Fisch, fertig. Fisch kommt hier weg, Fisch tue ich jetzt hier hinter mich. Wollen das aber doch irgendwie verteilen, vielleicht noch ein bisschen kleiner bröckeln. Sieht auf jeden Fall irgendwie eklig aus. Eklig, pervers, hässlich. Also genau, das ist wie wenn man in den Spiegel guckt, ne? Hier ist ein richtig großer Brocken, der Rest ist aber jetzt irgendwie ein bisschen verteilt, würde ich dazu sagen. Wir haben den Thunfisch jetzt also drin. Und als nächstes habe ich keine Ahnung. Als nächstes würde ich, oh, das hält halt einfach nicht. Und esst den Thunfisch nicht so, der ist gefährlich. Er greift euch hier mal an. Thunfisch, hier rein. Jetzt wollte ich eigentlich das Samba Oleg da drauf machen, den Rest und da ein bisschen drüber verteilen, ja. Das ist auch nicht mehr so viel. Das ist nur ganz bisschen was, so löffelweise, was da drüber gemacht wird. Ich sehe schon, das verschiebt sich, gleich fällt es wieder um. So, hier noch was hin, da noch was hin. Noch ein Löffelchen, dass das hier auch dann leer ist und leer wird. Mach mal so und so und so. Jetzt haben wir das Samba Oleg auch leer. Ja, das so zu essen ist auch gut. Jetzt ist das hier rot, rötlich gefüllt. Das ist aber immer noch nichts. Wir wollen das doch gescheit haben, ja. Was ist denn hier mit dem Cheddar-Käse? Ist der noch gut? Ist der nicht gut? Cheddar-Käse sieht, ja, riecht auf jeden Fall noch normal. Scheint normal zu sein. Ich kipp einfach mal ein bisschen was drauf. Ich schaff's nicht mal, den Käse drauf zu kippen, ey. So, jetzt noch mal. Ich kipp einfach ein bisschen was drauf. Von hinten nach vorne. Cheddar, Cheese. Obwohl, was heißt ein bisschen eigentlich? Wollen wir ja die ganze Tüte drauf machen. Also mach ruhig ein bisschen mehr Käse. Die kann auch wieder weg. Dann haben wir als nächstes, keine Ahnung, vielleicht, dass das ein bisschen hält, Salatcreme. Wenn die noch gut ist, weiß man auch nicht unbedingt. Ziehen das nochmal ein bisschen auseinander, dass sich das noch ein bisschen verteilt. Kannst du auch mal drauf drücken. Salatcreme, Käse drauf, Tomate drauf. Oder machen wir Tomatenmark? Ey, ich hätte was gebraucht, was einfach das Baguette festhält, dass das nicht die ganze Zeit hier am Umfallen ist. So. Jetzt sieht man das aber gar nicht mehr so, wie das eigentlich zu sehen sein sollte. Egal, wir machen mal eine Bahn. Salatcreme drauf. Einmal Salatcreme von vorne nach hinten. Jetzt stört natürlich der Katzenkarton. Wenn wir einmal dabei sind, würde ich gleich von dem Tomatenmark was hinterhergeben. Wenn das noch gut ist. Also Monsieur Tomate, gleich nach Tomatenmark hinterher geschossen. Andere hätten da jetzt halt eine Tomatensoße draus gemacht oder so. Ich weiß eh nicht, was das werden soll und wer das essen soll. Es gibt im Endeffekt einfach nur eine riesengroße Sauerei. Und das war's dann. So, man nicht so geizig hier mit dem. Das ist nämlich wenigstens scharf und das ist fruchtig. Das können wir ruhig leer machen. So, Starkoch ist das auf jeden Fall nett. Das ist was anderes. Jetzt können wir das Tomatenmark auch wegpacken. Haben, was haben wir denn noch? Den Käse, genau, den Käse wollte ich drauf machen. Oder wartet mal,
Ich habe was gefunden, und zwar habe ich noch, Röstzwiebeln. Und die verbrauche ich auch selten. Deswegen könnte man sogar Röstzwiebeln hier mit draufpacken. Einfach mal so ein bisschen drauf verteilen. Das müsste ja jetzt auch halten. Durch das viele Tomatenmark kann man das bestimmt jetzt hier einfach reinwerfen. Und alles fällt daneben. Ach, es ist so herrlich. Hab noch nie so eine Sauerei gesehen. So, wenn wir da noch was hin, dann sitze ich auch noch hinter der Kamera. Das heißt, die hängt vor meinem Gesicht. Das heißt, ich sehe sowieso eigentlich gar nicht, was ich mache. Pack mal wieder hier rüber. Haben noch Chiliflocken. Die dürfen ja sowieso nicht fehlen. Da können wir auch mal ein bisschen was hier drauf machen. Einfach mal so ein bisschen drücken, dass da was drauf geht. Fällt auch alles daneben. Das ist sehr schön. Ich habe nicht mal eine Ahnung, wie man das überhaupt richtig dreht. Wahrscheinlich mache ich das auch falsch. Pack mal jetzt mal den Käse oben drüber. Jetzt wäre es sogar genial, wenn der Käse irgendwie noch ein bisschen aufgewärmt wäre oder wenn man den noch überbacken könnte, dass der das eben verschließt und zuhält. Machen also, tun die mal zusammen, drücken die hier oben rein und füllen das jetzt einfach mit Käse bis nach hinten aus. Nochmal Käse hier drauf und reindrücken. Da haben wir schon zwei. Dann mal die nächste. Käse zusammen reindrücken. Zwei Stück wären es, glaube ich, noch. Ah, mein Gott. Oh, Käse. Hallo, Käse. Käse zusammen reindrücken. Und noch eine für den Abschluss hinten dran. Würdet ihr sowas jetzt in den Backofen stellen? Für, keine Ahnung, 5 Minuten, irgendwas. Und dann wird es schön knusprig, der Käse zerläuft. Oder isst man das so? Im Backofen hält es ja auch nicht. Da fällt es ja auch wieder um die ganze Zeit. So, so sieht es eigentlich jetzt aus bisher. Das Reste-Sandwich. Wo ich schon gar nicht mehr weiß, was alles drin ist. Wir könnten ja auch versuchen, einfach vorne mal reinzubeißen. Ich muss euch mal kurz hier so schräg hinstellen, dass ich hier den ganzen Scheiß wegmachen kann. Und vielleicht können wir ja mal probieren, wie das jetzt schmeckt, wenn wir das essen wollen. Mit Käse drauf, wie gesagt. Alles andere wird eh rausquillen. Das Brötchen war auf jeden Fall verdammt weich. Ich habe noch nie so ein weiches Baguette-Brötchen gehabt. Ich kaufe das meistens nicht, weil ich denke, das ist eh zu viel und das wird zu schnell fest. Aber das hat mich überzeugt, weil das ultra weich war. Wir beißen mal hier vorne rein. Ganz wichtig ist, immer einen Doppelbiss machen, ja? Wenn ihr hier oben schon abbeißt, bleibt hier unten ja immer noch was übrig. Das heißt, wenn ihr oben abbeißt, seid ihr gezwungen, unten auch direkt abzubeißen. Dass es einmal quer runter geht. Ich habe bis jetzt eigentlich nur Brötchen geschmeckt und Käse. Und noch mehr Käse. Vom Fisch noch nichts. Ein bisschen Tomatenmark, glaube ich. Aber es schmeckt frisch. Das Baguette an sich, einfach richtig frisches Baguette. Ich glaube, das hätte ich gar nicht belegen brauchen. Das hätte man einfach so essen können. Wir arbeiten uns aber mal noch ein Stück vor. Jetzt müsste nämlich gleich das ganze Soßengebambel kommen. Und wieder der Doppelbiss. Ich merke etwas Fisch. Aber Tomatenmark plus Käse ist sehr fruchtig. Ich glaube, so verkehrt ist das gar nicht. Es sah zwar richtig kacke aus, aber ich glaube, das kann man wirklich essen. Ey, warum nicht? Gerade mit dem frischen Brot. So ein Thunfischbaguette mit Käse plus Salatcreme. Wenn es zu trocken wird, kann man ja noch mehr draufpacken.
Aber je weiter wir jetzt reinkommen, desto saftiger wird es ja, weil das ganze trockene Nurbrot ja weg ist. Also wir probieren mal Phase Nummer 3. Jetzt habe ich die Röstzwiebel noch mitgemerkt. Aber ansonsten vollkommen okay. Keine Ahnung. Ich habe wirklich kurz Bedenken gehabt, dass man das nicht essen kann. Wenn man alles wegwerfen muss, aber es ist nicht mal warm, es ist kalt, aber du kannst es essen. Alles, was du einzeln essen kannst, kannst du auch zusammen essen. Das ist der Leitsatz im Leben. Ich werde es also noch genießen, sagen wir es mal so. Habt ihr auch schon mal einen Rest der Sandwich gemacht, aus vielen Resten zusammengewürfelt? Hier sieht's aus auf jeden Fall wie Hechtsuppe. Nee, es zieht wie Hechtsuppe. Hier sieht's aus wie bei Hembels in der Hechtsuppe, genau. Es war es also von beider Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer ekliger Ramses. Aber ich lasse es mir jetzt schmecken. Ich habe ja schon Tschüss gesagt. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.